4 Siege aus 4 Spielen, dazu noch kein einziges Gegentor kassiert, keine Frage. Der TC Freisenbuch hat in der Liga einen richtigen Bilderbuchstart hingelegt. Mit der Reserve des FSV Kettwig kam am 5. Spieltag aber eine Mannschaft ins Waldstadion Bergmannsbusch, die mit 3 Siegen und einem Unentschieden ebenfalls gut gestartet ist. Alle freuten sich auf ein spannendes Duell, doch dann machte das Wetter beiden Teams einen dicken Strich durch die Rechnung. Das Spiel am Anfang sehr hektisch. Beide Mannschaften wissen, dass es hier heute über die Zweikämpfe geht und so ist zu Beginn viel Kampf und bisweilen noch Krampf dabei, aber wenig Durchdachtes. Freisenbruchs Kapitän Christian Kronberger wird es dann aber zu bunt, einfach mal abgezogen aus 25 Metern Aufsetzer und der wird überraschend gefährlich für den Kettwiger Schlussmann. Nach einer guten Viertelstunde eine Ecke für die Gäste. Steve Feind und Sven Winter sind sich dann nicht einig, André Vollbart kommt viel zu frei zum Kopfball, aber Glück für den TCF, dass der keine Gefahr bringt. 20 Minuten sind durch und es zeigt sich, wieso die Kettwiger bislang noch ungeschlagen sind. Sie machen das ganz clever, bei Ballbesitz für Freisenbruch ziehen sich die Gäste tief in die eigene Hälfte zurück und machen es den Hausherren schwer. Bisher haben die Freisenbrucher darauf noch nicht die richtige Antwort gefunden, aber vielleicht jetzt. Joel Fels Flanke etwas zu ungenau, aber Jörn Prakenning setzt nach. Der Befreiungsschlag landet bei Marvin Schartow, der direkt weiter auf den Squatch. Warum eigentlich nicht? Schöner Versuch, aber letztlich kein Problem für Heinrich im Tor. Auch in der nächsten Szene spielt Dennis Gwotsch eine gute Rolle. Er ja heute zum ersten Mal von den Teammanagern in die Startelf berufen, hat allerdings auch schon 2 Buden gemacht. Hier kommt er an den Ball und sieht schön die Lücke für Para, der kommt aber nicht richtig dran und so verpufft die Chance. Der TCF hier mittlerweile klar spielbestimmt. Das ist Daniel Heising, seine Lieblingsdisziplin, lange Bälle von hinten raus, das haben wir schon häufig von ihm gesehen. Hier schickt er Para Kennings, der behauptet den Ball schön, hat dann das Auge für Marvin Schartow und dass der einen richtig guten Schuss hat, sieht man in dieser Szene leider nicht. Aber das war's dann fürs Erste, denn plötzlich fängt es an zu blitzen und zu donnern und der Schiedsrichter unterbricht die Partie fürs Erste. Und das ist auch besser so, denn Sekunden später gießt es wie aus Kübeln, also alle in die Kabine oder unters Dach, denn an Fußballspielen ist für die nächste Viertelstunde erstmal überhaupt nicht zu denken. Als der Regen endlich etwas nachlässt, wagen sich die Ersten wieder auf den Platz. Ja, das passt schon, der Platz ist wieder bespielbar. Es geht also wieder los, aber obwohl die Drainage im Waldstadion eigentlich ganz gute Arbeit leistet, hier ist einfach innerhalb zu kurzer Zeit zu viel Wasser runtergekommen. Das Spiel danach eher eine Wasserschlacht, auch weil der Regen wieder etwas stärker wird. Kronberger wieder einmal mit einem Distanzschuss, bei den Platzverhältnissen keine schlechte Idee, aber letzten Endes ungefährlich. Der TCF kommt mit den Platzverhältnissen besser zurecht. Mehr noch, das Team von Mike Möllensieb versucht es nach wie vor spielerisch zu lösen. Marvin Schartow bedient Moritz Peus und der schickt mit einem Sahnepass 3 Kettwiger ins Leere, Para frei vom Tor, verpasst. 7 Minuten vor der Halbzeit die dickste Chance des Spiels. Das hätte das verdiente 1:0 sein müssen. Letzten Endes hätte es aber eh nichts gebracht, denn kurz darauf pfeift der Schiedsrichter zur Pause und weil es dermaßen regnet und der Platz unter Wasser steht, wird auch gar nicht mehr wieder angepfiffen. Spielabbruch nach Hälfte 1, beide Mannschaften werden in den nächsten Wochen also noch einmal aufeinandertreffen, dann hoffentlich bei besseren äußeren Bedingungen.